Die neue Sportschwimmhalle in Lobeda West nähert sich ihrer Fertigstellung. Ein wichtiges Detail steht aber noch nicht fest, der endgültige Name. Die Jenaer Bäder- und Freizeit GmbH hat sich dazu entschlossen, die Bürger darüber abstimmen zu lassen. Unter stadtwerke-jena.de/bäder/sportschwimmhalle stehen 5 Namensvorschläge zur Auswahl. Neben sachlichen Varianten wie Schwimmparadies Jena und Sportschwimmhalle Jena sind darunter auch ausgefallene Namen wie Freistil 47 oder 50 Meters. Das ist eine Schwimmhalle für Jena, die wir hier bauen, und wir wollten natürlich den Namen nicht gern selber bestimmen, sondern die Bürger mit abstimmen lassen und auch entscheiden lassen, wie denn die neue Schwimmhalle heißen soll. Mir gefallen wirklich alle Namen ganz gut. Ich bin auch wirklich gespannt, für was sich die Jenaer Bürger entscheiden. Aktuell sind so 3 Namen, das kann man verraten, so die ziemlich gleich aufliegen. 2 liegen so ein bisschen zurück. Aber wir sind gespannt, welches am Ende wird. Für die Vorauswahl der Namen hat die Bädergesellschaft die Agentur Samt und Seidel beauftragt. Ein weiterer Vorschlag kam von der Initiative Schwimmhalle für Jena. Der Name Freistil 47 kombiniert die unterschiedlichen Schwimmmöglichkeiten mit den Endziffern der Postleitzahl von Lobeda. Schwimmparadies Jena ist für die Einwohner wohl selbsterklärend. Schließlich bezieht sich der Name auf den Park am Rande der Innenstadt. Auch der bisherige Arbeitstitel Sportschwimmhalle Lobeda steht weiterhin zur Auswahl. Der Namensvorschlag Jenaer Becken ist hingegen humoristisch zu verstehen und bezieht sich auf das Thüringer Becken, dem die neue Sportschwimmhalle Konkurrenz machen soll. Der 5. Namensvorschlag, 50 Meters, nimmt Bezug auf die 50 Meter langen Bahnen. Bei einem Blick auf das Becken zeigt sich, dass die Bauarbeiten bereits weit vorangeschritten sind. Wir sind immer noch beim Stand, dass es im Sommer eröffnet werden kann. Wir sind jetzt relativ weit, also die großen technischen Einbauten sind alle fertig. Es geht jetzt wirklich auf den Termin, dass wir hier alles sauber machen können, und dann beginnt klassisch die Inbetriebnahme, dann gibt es Wassermarsch. Ursprünglich war eine Eröffnung der Sportschwimmhalle zu Weihnachten vorgesehen. Aufgrund des Rohstoff- und Personalmangels und wegen der schwierigen Lage an den Energiemärkten musste die Eröffnung wiederholt verschoben werden. Die Baukosten liegen insgesamt bei rund 16,2 Millionen Euro. Den Großteil davon investieren die Stadtwerke selbst. Eine Förderung in Höhe von 6 Millionen Euro kommt vom Freistaat Thüringen.